Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind ja immer noch in Kingston hier unterwegs und eine neue Aufnahmesession habe jetzt eine ganze Weile nicht aufgenommen, weil ich gut vorproduziert habe. Und wir gucken mal auf die Karte, was war in Kingston eigentlich, da hatten wir als letztes noch ein paar Dinger gemacht. Aussichtspunkte. Alarmglocke. Wir könnten eigentlich auch erstmal wieder Missionen machen, Hauptmissionen. Lagerhaus hatten wir ja ausgeräumt. Ja, ich würde sagen, das machen wir auch. Schuppidu. Juet. Ja, dann machen wir erstmal wieder Hauptmission ein bisschen. Wir haben ja hier letztens erst erfolgreich die Templer-Missionen gemacht. Oder Assassinenauftrag. Ne, Assassinenauftrag ist ja was anderes. Naja, jedenfalls den Schlüssel da für unsere schicke Rüstung geholt. Und dann werden wir jetzt hier mal ein bisschen mit der Story weitermachen. Huch, Entschuldigung. Nee, du sollst da nicht hoch. So. Der Handlungsreisende. Hä? So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kit ihn zuerst erreicht. Kit? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist hier? Ei, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Aha. So, ich würde sagen, wir folgen Kit mal. Weil der kann ja uns jetzt gut den Weg weisen. Versteckmäßig. Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Ja, 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Ah, sieh. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Du kannst es nicht lassen, oder, Kenway? Deine Nase in Dinge zu stecken, die du nicht verstehst. Du machst mich nervös, Kit. Lass die Klingen stecken. Sehr viele Kirchen. So ein verdammtes Pech. Haben die Engländer jetzt begonnen, zwei meiner Sklaven Ziele zum Glauben zu bringen? Und ich darf beide nicht töten. Ruhig, Jim. Nicht mehr lange. Keine Sorge. Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Töricht? Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven? Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tod
Ich glaube, das ist keine gute Idee, weil ich hier mal mache. Verzeiht mir meine Ungeduld. Doch wie weit ist es noch? Wir sind schon bald da. Kid scheint irgendwie woanders lang zu gehen. Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich an das Frage wie ein Mann. Jetzt soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend, Prinz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach, ihr Spanier! Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld, sieh. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir. Alt wie wir sind, werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe? Mann, was macht denn der hier? Was schlagt sie? Naja, macht mal. Mach die Augen auf, Bursche! Aus Anstand, wenn sonst nichts. Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen. Und dann gemeinsam als Freunde feiern. Na echt aufpassen hier, Junge, weil wir auch viele Sperrzonen haben. Na klasse, jetzt soll ich die auch noch belauschen, oder was? Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reise. Ja, das wird wohl nicht werden. Hey, das schaffen wir nicht. Mist. Ja, das Problem ist halt, dass da viele Sperrzonen sind. Und da muss man halt auch hin, weil die da langlatschen. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh, sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. So, ich denke mal, das ist jetzt günstiger. Dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel. Um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoff. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Ja, die Nacht. Nee, wieder nicht geschafft. Mann.
Alter Schwede. So, das ist ja noch recht eindeutig, sag mal. Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichtenprinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Alter Schwede. Wo sind der komische Dings hier? Der Kreis. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres. Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Es ist soweit. Nein. Nicht, bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Ja. Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Oh, wir sind aufgeflogen. Verdammt. Ah. Du hast es versaut, Kenway. Für die gute Sache. Wieso hab ich's eigentlich versaut? Scheiß Granatentypen hier. Daneben. Es ist vorbei, Mann. Ich hol mir diesen Prinz. Ja, kann ich mitkommen? Kit, nein! Jim, halt! So, jetzt mal Kit folgen. Der will sich den unbedingt greifen. Komm schon, Mann! Lass uns das gemeinsam machen! Du hattest deine Chance. Du hast nicht, Kit! Warte! Ach, den sollen wir fangen. Jim, halt! Ah. Hier ist ein Mörder! Hilfe! Wachen! Wachen zu mir! Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kit. Nicht, bis ich den Weisen habe. Ich hab das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Well,
So, Mission beendet. Scharfschützen töten, Rauchbomben verwirrte Waffen. Ewig mag kein Feedback, wa? 25% Gesamtsynchronisation erreicht. Aha. 25% erst vom Spiel. Wow.